Holger ist wieder im Allgäu. Ja, natürlich wird eine Tour gemacht, ne? Bei Holgers Grill- und Erlebnistouren. Und hier im Hintergrund seht ihr Ribeye, Tomahawk Steak und Roast Beef. Ah, ihr seid schon drei Süßer, ne? Ja. Und das ist eure Mama, ne? Ja, die passt auf euch auf, noch freilich. Ja, ne? Du bist das Schöne. Und ein schönes Hörnchen hast du doch noch freilich, ne? Hotel Bergruh, 4-Sterne-Hotel Bergruh in Tiefenbach bei Oberstdorf. Da sind wir wieder untergebracht für Holgers Grillen und Erlebnistouren. Ja, von hier aus wird immer nach gestärktem Frühstück, noch Frühstück, mit dem wir uns gestärkt haben, gestartet. Von unserem Hotel Bergruh sind wir jetzt hierher gefahren zu Bernardi Breu. Hier haben wir das Auto geparkt, denn hier laufen wir jetzt einen Rundweg, eine Wandertour. Und natürlich ist dann anschließend natürlich hier das Ziel, die ja, Bieralbe. Und dort kämen wir dann am Schluss ein. Mal schauen, ob unterwegs auch schon eine Getränkestation kommt. Ich war hier noch nicht. Ich lasse mich da jetzt überraschen. Auf geht's. Kammereck Albe ist unser erstes Ziel. Ja, die Aussicht ist natürlich wow. Richtig wow. Aber es geht natürlich noch weiter rauf. Immer weiter. Ca. 30 Minuten müssen wir jetzt hier steil bergauf laufen. Ja, für unsere beiden Hundebegleiter haben wir schon eine Bar gefunden. Die können sich natürlich jetzt erfrischen, aber wir haben noch ein Stück zu laufen. Ja, die Albe ist nah, fast geschafft. Da oben steht sie. Und ja, ein Traum, gell? Ja, wir haben gerade entdeckt, da unten ist noch ein Wanderer Parkplatz, aber ja, das ist wahrscheinlich dann für die, die nicht laufen wollen. Sehr schöne Aussicht. Wir sind natürlich hier mitten in einem Kuhgehege. Ja, wir müssen hier also schon ein wenig aufpassen, ja, den Hund schön kurz an der Leine nehmen. Dann bleiben die normalerweise auch ganz ruhig und friedlich. So, Holger wird sich auf jeden Fall jetzt erst einmal die Getränkekarte anschauen, gell? Jawohl, eine extra Bierkarte für Holger, das gefällt mir so. Na, da fangen wir doch gleich einmal an. So, die Sorte hier probiere ich noch und dann geht's weiter. Wir wollen ja noch weiter bergauf, aber da brauche ich natürlich viel Kraft, denn es ist eine steile Steigung und da braucht man natürlich sehr viel Munition. Puh, da geht's jetzt hoch. Na gut, schauen wir mal. Auf geht's. Junge, kleine Kälbchen. Das werden einmal schöne Prachtexemplare, wenn sie größer sind. Die haben's schön hier. Sehr schön. Die Aussicht. Schau da mal. Drüben, da hinten ist der große Alpsee. Das habe ich ja schon mal ein Video letztes Jahr im Sommer gemacht. Ja, gehen wir bestimmt auch heuer wieder mal hin. Puh, ja, damit ihr euch ungefähr vorstellen könnt, wie weit wir schon oben sind. Schaut mal. Aber ich zeige es euch dann natürlich noch besser. Ja, ganz da unten ist die Albe. Da haben wir uns vorhin gestärkt. Und oh, schau mal. Schön, gell? Wunderbar. Und ja, es geht weiter und weiter und weiter. Oh. Ja, und tatsächlich findet man auch hier oben unterwegs für die Wanderer einen kleinen Vitamin-Snack. Ja, sind sehr vitaminreich, schmecken ein wenig zitronig und sind sehr gesund.
ja, Kilometer kriegt man hier nicht so viel zusammen. Aber es geht ja immer nur steil bergauf, ja. Immer steil bergauf, die Höhenmeter sind dann schon krass. Geht richtig in die Knie. Also in meine alten Knie auf jeden Fall. Ja, die Aussicht hier oben ist wirklich wunderschön. Jeder, wo schon in die Berge mal war, kennt es ja. Und es geht natürlich auch immer weiter rauf, immer weiter. Wow. Wahnsinn. Wahnsinn. Richtig geil. Das ist dann immer die Belohnung. Ja, ich versuche euch das jetzt einmal so zu zeigen, wie steil das ist hier rauf geht. Also es ist schon richtig heftig. Wow. Ja, Oskar, hier machen wir jetzt eine schöne Pause. Das ist hervorragend. Wunderschöne Plattform, um Pause zu machen. Und irgendwann kommt hier das Schild Albe Kammereck. Ja, nach unten. Da hat es ca. 20 Minuten. Ja, wir sind ja von dort gekommen. Aber hier rauf. Ja, ich sage jetzt einmal, wir haben mindestens eine Stunde gebraucht. Ich habe nicht auf die Uhr geschaut, aber ich schätze mal eine Stunde. Und es geht noch weiter rauf. Und irgendwann geht es dann da hinten wieder runter. Und da wollen wir ja dann zur Bieralbe. Da, wo wir mit unserem Auto ja geparkt haben. Boah, geschafft. Wir sind oben. Schaut euch das an. Von hier aus sieht man wunderschön den großen Alpsee. Wow, kleiner Alpsee. Ja, wenn man oben ist, ist es natürlich dann schön, weil dann geht es runterwärts und es ist dann nicht mehr so anstrengend, also für mich. Ich freue mich schon aufs kalte Bier. Das habe ich mich dann verdient. Sportbier. So, nochmal kurz die Aussicht genießen, die wunderschöne Aussicht. Und dann geht's wieder runter. Der Abstieg. Wunderschön hier oben. Wunderschön. Doch gibt's gute Milch. Saftiges Gras. Für die Kühe. Ja, mein Oskar, der hat ein bisschen Angst, ne? Wenn wir dort durch müssen. Die gucken einen schon immer ganz komisch aus. Aber wir haben es geschafft. Alles gut. Ist ja brave. Über die Albe Kammerseck, ja, am Gründen vorbei, sind wir jetzt hier angekommen bei der Bieralbe und werden uns jetzt einmal ganz kurz noch ein bisschen erfrischen. Die Tour endet jetzt hier. Wir fahren dann anschließend zurück ins Hotel, machen uns schön frisch ins Hotel Bergroh und dann gibt es leckeres Abendessen. Ich hoffe, die Tour hat euch gefallen. Schaut auch gerne bei mir mal bei Komoot vorbei, da könnt ihr euch das gerne mal anschauen. Und dann sage ich jetzt so Tschüss und Servus, euer Holger. Also Bierprobe, das ist das Hirtenbier, das ist das Märzenbier, das ist das Weizenbier,
und das ist Petras Nummer 1. So, mir wurde gesagt, ich soll bei der 1 anfangen und das mache ich natürlich. 1, 2, 3, 4. Prost!